Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir die Angelrute von Willi bekommen und die wird uns auch sicher den ein oder anderen guten Dienst leisten. Aber jetzt müssen wir uns natürlich erstmal um unseren Hof kümmern, denn wir sind nun mal Bauern und keine Angler. Deshalb, unser Hof muss erstmal laufen, das heißt, wir müssen mehr Sachen anpflanzen. Und ich glaube, das werden wir auch machen. Aber jetzt geht's erstmal ins Spiel rein. Ja, damit einen wunderschönen verregneten Morgen. Boah. Hoffentlich wird das Wetter besser. Willkommen bei Coso 5, deine Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. So, und wie sieht's mit meinem Glück aus? Oh, ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel, eine Scherbe des Wissens aus der Zukunft. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Okay. Übrigens, nachdem in der letzten Folge ja ein bisschen mein Gamepad die ganze Zeit vibriert hat, habe ich gedacht, warum spiele ich jetzt nicht eigentlich gleich mit Gamepad? Ihr müsst mir sagen, ob die Steuerung so ein bisschen besser aussieht oder nicht, was ihr es lieber haben wollt. Ich sehe auch gerade, dass es jetzt hier oben ist. Ich möchte gerne, geht das eigentlich, dass ich das hier runter habe? Ich hätte lieber das Werkzeugleiste fixiert. Und zwar unten. Geht das irgendwo? Nein, anscheinend nicht. Ah doch, jetzt. Haha, jetzt haben wir es unten. Oh, eine Blume. Eine Blume. Die brauchen wir. So, ich habe natürlich jetzt gar keine Ahnung, was ich jetzt an diesem verregneten Tag machen soll. Ich könnte natürlich ein bisschen angeln. Mal gucken, ob es mit dem Gamepad besser läuft. Damit ein bisschen Geld verdienen und mir dann Blumenkohl kaufen. Und ich glaube, Fische lassen sich besser fangen bei gutem Wetter, schlechtem Wetter. Die sind so ein bisschen, ja, die wollen auch aus dem Trockenen raus, lassen raus. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, was ich meine. Und dann müssen wir ja noch Holz sammeln, damit wir die Brücke da drüben kriegen. Und wir haben so viel zu... Oh, hallo Willi. Du hast mir gestern meine Route gezeigt. Deine Route gezeigt, so. Ahoi. Ist nett, ein paar junge Leute ins Tal kommen zu sehen. Passiert heutzutage nicht sehr häufig. Okay. So. Dann muss ich erstmal gucken, wie das... Und... Oh, das ging. Tada! Ein Herling! Das war doch schon mal nicht schlecht. Und zwar ein großer. Aber ich wollte eigentlich so ein Hai oder sowas. Aber ja, ich glaube, dafür reicht mein Skill noch nicht. Braucht Blumenkohl. Blumenkohl. Okay, Seetank. Normal sollte man ja bei Regenwetter so ein bisschen meinen gehen. Allerdings, ich glaube, die Mine ist noch verbarrikadiert, oder? So, holen wir uns noch einen Fisch. Ich glaube, es gibt ja noch ein oder zwei Gebiete, die wir noch nicht angeguckt haben. Hier um Pelican City oder Pelican Valley, Pelican Tal, Pelican Dorf. Ich weiß gar nicht, wie... Pelican, in der Pelican Metropolregion. So ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Aber jetzt mal ehrlich an euch, schreibt es doch mal in die Kommentare, ist es jetzt eigentlich eher ein Dorf oder ist es eine Stadt? Ne, schon ein Dorf, oder? Ich glaube, die haben nie davon geredet, dass es ein Dorf ist. Aber... Ja, mit Gamepad geht das bedeutend einfach. Ich sag's noch. Bleibst du hier? Der große Kampf ums Überleben.
Dafür kriege ich eine 3 cm lange Sardine. Naja. Komm, einen machen wir noch. Damit sich es wenigstens lohnt, wenn wir nachher zu Willi gehen. So. Immer schön. So, und das kriegen wir nochmal ein Hering. Gut. Das sollten 90 Gold wieder sein. Das sind doch Gold, oder? Oder sind das Gulden? Oder. So. Ah, das ist sogar mehr. Cool. 40 waren das sogar jeweils. Ja, jetzt bin ich reich. Lasst mir Blumenkohl da. Oh, 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 oh. Da gibt es auch nochmal Geld. Hier. Haha. Für Muscheln gibt es nämlich auch nochmal Geld. Die kann ich, glaube ich, auch bei Willy verkaufen. Ja, da brauche ich nachher noch Holz. Da gucken wir uns, kümmern wir uns nachher drum. Aber jetzt erstmal nochmal. Dies wird in Blumenkohl investiert. Willy, ich habe hier was gefunden. Das ist doch garantiert viel, viel wert. 50 sogar. Boah. Jetzt bin ich schon richtig, richtig reich. Nee, nicht wirklich. Aber immerhin, ich habe bald meine Investition für die Pastinaken wieder drin, wenn ich so weitermache. So, wo waren wir denn noch nicht? Kein Wunder, dass heute keiner rauskommen will. Genau, wir wollen noch ins Museum. Wir haben ja dann diesen Anker in der letzten Folge bekommen, oder am letzten Tag. Den wollen wir natürlich auch gleich noch dem Museum spenden, solange das Museum noch offen hat. Und ich meine, bei so einem Regenwetter ist doch eh das Beste, was man machen kann, ins Museum zu gehen, oder? Also, das mache ich zumindest. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen seltsam, aber ich gehe tatsächlich sehr, sehr gerne ins Museum. So. Anker. Gerade hier in Stuttgart haben wir halt tatsächlich ein paar richtig tolle. Wir haben zwei wunderbare Naturkundemuseen und ein paar ganz tolle Kunstmuseen. Dann haben wir das alte Schloss, das ist so unser historisches, also das Württembergische Nationalmuseum. Ah, das ist richtig toll. Aber ja, ich glaube, wenn ich jetzt weiter über Museen rede, schaltet mir jeder aus. Aber ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch gerne in Museen geht oder was ihr gerne so an verregneten Sonntag oder, ja, ist ja eigentlich ein verregneter Mittwoch. Also, an verregneten Tag, wo man eigentlich frei hat. Oh. Entsetzlich! Nicht ein einzelnes Stück in der gesamten Kollektion! Was meinst du? Du hast etwas gefunden? Dann lass mich mal sehen. Bemerkenswert. Es ist sehr alt. Ich würde es gerne genau unter die Lupe nehmen, aber es gehört dir, mein Junge. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Mineralien spenden? Wir könnten zusammen bahnbrechende Entdeckungen machen. Oh, und wer weiß, wenn du weiter spendest, schenke ich dir vielleicht den ein oder anderen interessanten Gegenstand, über den ich stolpere. Über was für Sachen stolperst du denn immer? Denk darüber nach, ja? Wenn du etwas spenden willst, bring das Objekt einfach da drüben zur Rezeption. So, jetzt muss ich zur Rezeption laufen, oder wie? Hallo Gunther, ich hab da was. Dem Museum spenden. So, und ich will natürlich ein bisschen Ordnung haben, deshalb menschliche Sachen oder so Sachen, die künstlich sind, die packe ich hier hin. Da, Hofbuch aktualisiert. So, Hofbuch aktualisiert. Nee, das ist Hofbuch. Archäologie. Gunther hat dich darum gebeten, neue Artefakte oder Mineralien im Museum zu spenden. Er meint, er würde dich ab und an mit seltenen Waren kompensieren. 200
Yay, 200 Ocken. Oh, hallo Penny. Penny, 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 Penny. Penny, wie geht's dir? Wir haben hier keine Schule, aber ich gebe alles, um Vincent und Jazz ordentlich zu erziehen. Jedes Kind verdient eine Chance, erfolgreich zu sein. Jazz ist sehr gut in Mathe und im Lesen. Vincent ist gut im. Nun, er hat eine lebhafte Fantasie. Magst du eine Narzisse? Ah, danke. Sieht nett aus. So, okay. Und was haben wir jetzt eigentlich dem Museum hier gespendet? Anker hat vielleicht mal Piraten gehört. Ah. Also ich gehe hier, ich versuche mich hier genauso an. Nee, nee. Eigentlich bin ich hier sogar noch aggressiver. Ich bin hier im echten Leben total schüchtern. Ich kann ja kaum mit Damen reden. Das ist ja tatsächlich ein bisschen ein Problem. Ja, das erklärt vielleicht auch meinen derzeitigen. Wie heißt es auf dem Personalausschuss? Man ist ledig, Single. Nee, keine Ahnung. Streichen wir das so. Ich hab dich gesagt. So, genau. Nächstes Gebiet, wo wir noch nicht waren. Oh, hallo, Alex. Nee, bist du eigentlich? Nee, du bist Sam, oder? Sam. Ich möchte einen neuen Song für meine Band schreiben, aber mir fällt nichts ein. Hey, worüber soll der neue Song handeln? Wie wär's mit eine Stadt im Meer, Landwirtschaft, das Arbeiten in der Mine und Holzhacken. Hey, weißt du was? Das klingt perfekt. Danke. Hey, der macht einen Song über mich, Mann. So, okay. Der macht einen Song. Cool. So, da oben in dem Gebiet waren wir noch nicht. Hier gibt es einen Springbrunnen, der wahrscheinlich auch bedeutend schöner wäre, wenn es nicht regnen würde. Und ich habe keinen Anorak und keinen Regenschirm dabei. Oh, im Kindergarten? Nee. Kindergarten. Kinderspielplatz. So, oh, da kann ich was abmähen. Pop. Mach das einfach mal kaputt. Hui! Hui! Gartenernten. Hui! Aber mal fremden Leuten die Hucke vollhauen. Okay. Niemand guckt, dann glaube ich mir noch das Holz. So, das Gebäude hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Die Pelican Town Hall. Verschlossen, okay, da kann man nicht rein. Dann gucken wir mal weiter drüben. Hey, Grufti! Oh, du bist gerade eingezogen, richtig? Cool. Wie viele Leute habe ich eigentlich jetzt schon kennengelernt? 22 von 6 Leute fehlen mir noch. Okay. Oh, da haben wir wieder eine Narzisse. Oh, hi! Du bist Robin, nicht wahr? Wir haben uns schon kennengelernt. Ja, genau. Was brauche ich denn? Ich brauche ein Silo. Ein Silo. Ja, okay. Kann ich mir nicht leisten. Danke, Penny. Robin. Und wer bist du? Oh, du bist nicht gerade hergezogen, oder? Doch. Ich bin Maru. Ich habe mich darauf gefreut, dich kennenzulernen. Hi, Maru. Weißt du, in einem kleinen Ort wie diesem hier kann ein einziges Gesicht die Dynamik ziemlich verändern. Es ist aufregend. Maru, ist das hier eigentlich eine Stadt oder? Ich habe hier übrigens eine Narzisse für dich. Ah, danke. Jeder kriegt hier ein bisschen Unkraut. Grüße, ich bin Demetrius, örtlicher Wissenschaftler und Vater. Danke, dass du dich vorstellst. Hi, Demetrius. Ich studiere momentan die hiesige Flora und Fauna von meinem Heimlabor aus. Hast du meine Tochter Maru getroffen? Sie scheint dich gern treffen zu wollen. Oh, das ist aber nett. Hallo? Nee, Maru redet nicht mehr mit mir. Du auch nicht mehr. Habe ich irgendwas Falsches gesagt zu deiner Tochter? Robin? Sag mal, warum will dein Mann nicht mehr mit mir reden? Hast du jeden in der Stadt schon getroffen? Das klingt anstrengend. Maru will auch nicht mehr, Robin will auch nicht mehr mit mir reden. Oh, ich sollte vielleicht noch schnell, sonst kriege ich kein Blumenkohl mehr heute. Blumenkohl, Blumenkohl. Ich glaube, die machen nämlich um 17 Uhr zu, oder? Kriege ich noch Blumenkohl? I wanna have Blumenkohl. I wanna have Blumenkohl. Nein! Achso, Mittwoch ist sowieso Ruhetag. Hätte ich sowieso gar nicht angehen können.
Gehen wir mal ins Krankenhaus. Hallo? Es ist verschlossen. Geöffnet von 9 bis 15 Uhr. Mann, es sind Öffnungszeiten wie beim richtigen Arzt. Die machen, wobei mein richtiger Arzt macht um 11 Uhr zu. So. Also, wir haben Bürgermeister Louis hat am 7. Geburtstag. Dann hat der kleine Vincent Geburtstag und dann Heili. Und oh, am 13. ist Eierfest. Cool. Aushilfe gesucht. Heute hängt hier nichts aus. Schade. So, okay. So, du bist aber Alex, gell? Sieht nach einem guten Tag zum Ballspiel aus, oder? Alex, es regnet. Es regnet. Naja. Ich würde dich ja darum bitten, den Ball zu werfen, aber du siehst nicht sonderlich sportlich aus. Ich will mit Ball spielen. Wirklich? Ich habe dich wohl unterschätzt. Mein Arm schmerzt ein wenig, aber vielleicht nächstes Mal. Also, du wolltest doch gerade Ball spielen, aber... Ne. Hey, John! Was auf dem Bier? Nee, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Schade. Hast du nochmal Zeit? Nein. Okay, anscheinend bin ich nicht der Einzige der Dorfjugend, der einfach die ganze Zeit hier durch den Regen läuft. Oh, gucken wir mal, was hier... Hallo? Ist jemand zu Hause? Darf ich reinkommen? Nee, bin ich gut genug mit Haley befreundet. Okay, dann halt nicht. Ja. Ich habe ja eigentlich noch genug Energie. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, da ich ja nicht so viel Energie heute verbraucht habe wegen dem Regenwetter, dann muss ich ja nicht gießen, das ist das Tolle. Könnten wir ein bisschen Holz hacken gehen und vielleicht kriegen wir so bald das Holz zusammen für die Brücke. Also, ich meine, der Abend ist ja noch jung, also. Und jeden Abend in die Kneipe gehen, ist auch nicht so meins. Also, ich bin halt nicht so der. Ich bin eher der Netflix-Guck. Ups, nee. Mit meiner Schaufel kriege ich das Teil wahrscheinlich nicht kaputt. So. Abfällt! Oh, doch nicht auf die armen Setzlinge. Kann ich das schon kaputt machen? Nein. Die Axt ist nicht stark genug, um dieses Holz zu zerhacken. Du brauchst wohl eine verbesserte Axt, um diesen korkigen altes Holz zu zerhacken. Ja, ja, ich hab's verstanden. Muss mit. So, dann machen wir aber den Baumstumpf hier weg. Bap, Baumstumpf gefällt. Bap. 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 Bidia. Bap. 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 Nee, warte mal, wie war der Song von Bibi oder wie sie auch immer heißt? Bap. 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 Egal. So, der nächste Baum fällt. Nein. Hier können wir wieder was abholzen. Also 10% haben wir jetzt hier schon. Wobei ich glaube, wir haben gestern alles Holz für die Truhe aufgebraucht. Deshalb Holz haben wir tatsächlich gar keins mehr. Wir brauchen also Holz. Ich habe ja noch ein bisschen Tank. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Zusatzenergie. Der wird dann gleich dafür... Jetzt ist der da drüben hingefallen. Hallo? So, okay. Und, morgen wird dann Blumenkohl gekauft. Hoffe ich. Wenn ich nicht vergesse. Ich brauche Blumenkohl. Was war denn das für ein Geräusch? So. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Es ist gerade erst halb... Na, noch nicht mal halb 10. So, da ist noch ein bisschen Harz. Harz im Harz. So. Ja, Seetang essen. Seetang ist gesund. Gibt 13 Energie wieder. Mehr Seetank. So. Holt die Axt raus. Ups, jetzt sind mir Sachen da ins Wasser gefallen. Verdammt. Ich hätte in die andere Richtung graben sollen. So. Jetzt haben wir schon mal 10% von der Brücke. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Die in die andere Richtung hacken. So. Das kriegen wir noch mit.
Und kriegen wir den Baum noch gefällt? Nein. Ich bin langsam erschöpft. Langsam aber sicher verliere ich meine Kraft. Oh nein. Oh nein. So, okay. Dann packen wir mal unser Holz da rein. Meine Angelrute brauche ich auch nicht. So. Dann. Das Harz brauche ich gerade auch nicht. Das brauche ich nicht. Den Stein können wir reinmachen. Das brauchen wir nicht. Ja, eigentlich brauche ich das andere auch nicht. Aber oh, ich kann aber noch für morgen gleich mal meine Gießkanne auffüllen. Dann haben wir das auch erledigt. So. Ups. Das hat auch schon wieder Energie gekostet. Aber egal. Wir haben die Energie, ja. Dann brauchen wir den morgen nicht. Das verschwenden. So. Und morgen soll ja ein schöner Tag werden. Also. Ich wünsche euch was. Eine schöne, gute Nacht. Oh. Wir haben sogar ein Level in Angel-Effektivität erreicht. Yay. Und sammeln. Plus 1 Akt-Effektivität. Und wir können wilde Saat anbauen. Auch nicht schlecht. Und Müsli-Riegel. Ja, so ein Tag im Museum an so Regenwetter ist doch was Entspannendes gewesen. Okay, nicht jeder mag Museen, das kann ich auch verstehen. Aber wenn euch das Video gefallen hat, vielleicht gefallen euch ja die Videos hier links und rechts da. Und ja, wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen oder ein Abo freue ich mich natürlich auch immer. Also macht's gut.